Hallo, herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Beauty XXL Haul. Ich war im DM und ich habe einiges mitgenommen und wenn dich interessiert, was ich genau mitgenommen habe, was es Neues gibt im DM, dann bleib doch einfach dran. Ich habe mitgenommen einmal Shampoo und Conditioner von Langermädchen. Shampoo, Lockenwunder, Kaktusblüte und Mandelmilch definiert schöne Locken mit Antifrisseffekt. Ja, ich habe schon mal die blaue Variante ausprobiert von Langhaarmädchen und fand sie jetzt nicht so besonders gut für meine Haare. Deswegen wollte ich das jetzt ausprobieren und der Duft hat mir gefallen und ja, ich probiere es aus und mal gucken, ob ich mir das wohl nachkaufe. Langhaarmädchen an sich finde ich von der Verpackung her, vom Design her, von der Idee her sehr, sehr gut. Aber ich habe letztens halt die falsche Sorte erwischt, wahrscheinlich. Und ja, deswegen probiert es. Weiter geht's mit Balea Body Gel Aloe Vera. Spendet Feuchtigkeit und belebende Frische für jede Haut. Das ist eine LE und ich glaube, die war runtergesetzt. Und das riecht wirklich sehr, sehr schön, pflegend nach Aloe Vera. Und ich glaube, es war runtergesetzt, deswegen habe ich es mitgenommen. Aber jetzt kommt sowieso der Sommer, beziehungsweise die warmen Tage. Und so ein kühlendes Gel ist wirklich sehr, sehr erfrischend auf der Haut. Von daher musste es mit. Auch reduziert war die wärmende Fußcreme von Balea mit wertvollem Mandelöl und pflegender Shea Butter mit Mikrokaspeltechnologie. Wärmt und pflegt. Kalte Füße. ja, ich habe kalte Füße. Ich habe immer kalte Füße. Fast immer. ja, und von daher finde ich das eine Wohltat, wenn man dann im Bett liegt mit kalten Füßen und sich diese Creme in die Füße einmassiert. Und dann entwickelt sich eine wohlige Wärme. Und es war reduziert und ich habe es jetzt mitgenommen. Anti-Hornhaut. Socken von der Firma Bijoutine. Die Firma sagt mir gar nichts. Das ist wahrscheinlich neu im DM eingezogen. Es ist auf jeden Fall ein veganes Produkt aus Südkorea, hergestellt in Südkorea. Das ist eine, ja, das sind halt Socken, die man sich um die Füße, ja, die man sich einfach anzieht. Man lässt es dann einige Zeit einwirken, im Gucken 30 bis 60 Minuten. Und dann wird man innerhalb einer Woche merken, wie sich die Haut unten an den Füßen anfängt zu peelen. Glaube ich. Ich hoffe. Und zwar ist es so, dass ich schon mal die Socken von der Firma Summerfood ausprobiert habe und ich war wirklich sehr, sehr begeistert, muss ich sagen. Ja, ja, ich war sehr begeistert von dieser Maske quasi, weil man wirklich, meine ganze Fußsohle unten hat sich abgepeelt im Laufe einer Woche. Ist vielleicht im ersten Moment oder in den ersten Tagen nicht unbedingt angenehm, weil andauernd kleine Hornschüppchen sich in den Socken gesammelt haben. Aber wenn das einmal durch ist, dann hat man wirklich babyzarte Fußsohlen. Und ich möchte das hier einmal ausprobieren, ob es vielleicht den gleichen guten Effekt hat. Jo, und deswegen habe ich es mitgenommen. Die waren reduziert, meine ich auch. Und zwar von Balea Body Patches für die Brust. Ja, für Brust und Dekolleté. Da sind quasi so Pflaster. Ja, Pflaster, die man sich hier drauflegt. Und um die Brüste herum. Und das soll das Ganze einfach glätten. Ja, diese Knitterfältchen und so weiter. Das soll die ganzen die Haut glätten und steht ja hier für glättere Haut mit Meersalz, Eigenextrakt und Koffein. Ja, ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, ob das an meinen Bodywraps drankommt. Und deswegen habe ich es einfach zum Testen und zum Vergleichen mitgenommen. Ich brauchte einen neuen Vorrat an Pinseln, weil meine Pinseln so langsam den Geist aufgeben. Einige sind von dem Holzstab abgefallen.
Und ja, ich brauche einfach neue und vielleicht ein bisschen mehr Auswahl, um vielleicht schöne Augenlooks zu schminken. Das ein Make-up-Pinsel mit Synthetika. So, das ist der hier von Ebeline. Der hat hier so ein, seht ihr das? Eine Kuhle hier. Eine Kuhle und eine, keine Spitze, sondern die Seite ist hier spitz zulaufend, hier oben. Jo, das soll ein Make-up-Pinsel sein. Ja, ich werde den mal ausprobieren, weil das war nämlich der einzige Make-up-Pinsel, den ich gefunden habe. Evelyn hatte jetzt nicht so viel Auswahl da. Bin mal gespannt. Dann habe ich hier noch einen Ebelin-Pinsel und zwar steht hier oben drauf neuer Schnitt. Neuer Schnitt. Genau, hier, neuer Schnitt. Und zwar haben wir hier einen Präzisionspinsel. Ja, da kann man ein bisschen präziser mitarbeiten mit den Lidschatten, in der Lidschattenfalte und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir dann einen Blenderpinsel. Von Blenderpinseln kann man nie genug haben. Ja, ich habe hier einige Blenderpinsel, aber ich brauche immer mehr. Dann muss ich die nicht so häufig waschen. Außerdem habe ich noch drei weitere Pinsel mitgenommen von Essence. Ja, das sind auch alles Präzisionspinsel. Angel Grease Brush. Abgeschrägter Lidschattenpinsel. Genau, das ist ein abgeschrägter Lidschattenpinsel. Ja, ich finde auch, die fühlen sich sehr weich an. Man kann damit sehr gut arbeiten, denke ich. Und ich finde das Design auch sehr, sehr schön. Eyeshadow Brush, also den ganz normalen Lidschattenpinsel. Finde ich auch, ja, sehr, sehr schön. Da steht auch Eyeshadow Brush, ja, also es steht überall drauf, wie viel die sind. Und dann haben wir noch den Smudging Brush. Das ist ein, ja, für Smoky Eye. Ja, da kann man gut Smoky Eyes mit schminken. Und genau, der ist so ein bisschen kleiner und dünner und damit kann man auch sehr gut präzise arbeiten, denke ich. So, das sind die drei in einem. Genau. Und das findet man in der Essence-Theke. So, kommen wir zur dekorativen Kosmetik und da habe ich mir ein paar Schätzchen geholt. Ja, richtig schöne Schätzchen. Ich habe schon lange her, ja, ist schon lange her, dass ich dekorative Kosmetik gekauft habe und von daher, ach, es ist immer so, dass diese Sommer-LEs ganz, ganz, dass ich die ganz toll finde, ja. Also ich bin, die P2-LEs fand ich immer super, die Sommerkollektion super, super schön, wunderschön. Ich bin so traurig, dass P2 nicht mehr im DM ist und trotzdem Essence. Trended Up hat eine rausgebracht und das haben wir noch Catrice, glaube ich. Ne? Genau, Catrice. Ich habe hier drei Sommer-LEs. Zwar nicht alle Produkte, aber ach, ja, legen wir Ich los. stelle mich mal hier hin. So. Und zwar haben wir hier einmal die Essence Bronze This Way Eyeshadow Palette. Also die LE heißt Essence Bronze This Way. Und jo. Das ist eine wunderschöne Palette. Die habe ich noch ergattern können. Schaut euch an, die ganzen Farben. Wunderschöne Farben. Ich glaube, ich mache das Ding hier ab. Die Folie ist ab. Guckt euch mal die Farben an. Das sind so schöne Brauntöne dabei. Sommerfarben einfach. Und da kann man bestimmt super schöne Looks mit schminken. Ja, und die Verpackung ist natürlich auch sehr schön gestaltet mit einer Samtoptik. Und ja, das Thema ist, glaube ich, ich weiß nicht, Afrika, Bronze This Way. Ja, ich vermute mal, ja, da sind nämlich Tierapplikationen drauf, also Muster, Wildtierapplikationen, Muster drauf. Und hier haben wir zum Beispiel als nächstes, ja, Giraffe Me Crazy heißt das. Das ist ein Baked Bronzy Brush, Blush.
Blush, ja. Genau, und guckt euch das mal an. Ist das nicht wunderschön? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich traue mich gar nicht da reinzupacken. Das ist so schön. Ja gut, ich mache das jetzt einfach mal für euch. Und dann, ja, wunderschön. Das ist ein Bronzy Blush, ja, es ist kein richtiger Blush, aber man kann damit wunderschöne Akzente auf gebräunter Haut bronzen oder hervorheben. Sehr schön. Kommen wir zum Body Bronzer. Da haben wir nämlich auch so ein großes Ding, ein großes Pfännchen, und das ist die Farbe 02 Roaring Sun. Ja, und ja, auch mit Wildtier-Applikation. Und wenn ich da reingehe, ja, das ist dann auch eine schöne braun-orange Farbe, ja, das ist Sahara-Farbe. Also das erinnert mich wirklich an die Wüste irgendwie. Dazu, zu dieser LE gehört all dieser Pinsel. Das auch mit diesen Applikationen. Und es ist einfach ein Fächerpinsel. Und ich finde, man kann damit bestimmt großzügig in den Bronzer reinditschen. Und dann hier so ein bisschen, die Haut aufwärmen. Genau. Dazu gehört noch dieses hübsche Schätzchen hier. Und zwar ist das ein Body Shimmering Body Oil. Genau, ein schimmerndes Körperöl. Ich liebe solche Sachen. Und ja, das muss man einfach schütteln. Und dann verteilen sich die einzelnen Pigmente. Und die ergeben dann einen wunderbaren Schimmer auf gebräunter Haut. Ich probiere das mal eben ganz aus. Einfach mit einem einfachen Deckel. Hier oben ist eine kleine Öffnung, und dann geben wir das einfach hier drauf. Hups. Ich schmiere mir das jetzt hier auf dem Handrücken. Ja, es ist ein Öl. Und ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Es ist quasi, also man sieht jetzt nicht so viel. Oh, aber es riecht ganz toll. Nach Kokosnuss. Ja, es schimmert. Es schimmert auf jeden Fall. Es sieht, oh mein Gott, es riecht so gut. Es riecht so gut. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn man in der Sonne steht, dass man dann auch diesen schönen gepflegten Schimmer diesen schönen gepflegten Schimmer sieht. Jetzt bei diesem kalten Licht hier, Ringlicht, sieht man jetzt nicht so viel. Kommen wir jetzt einfach zur nächsten LE, und zwar ist das die LE von, mal im Schauen, nehmen wir erstmal die Sungasm LE von Catrice. Das habe ich mir mitgenommen, und zwar sind das Bronze Pebbles, also diese Perlen. Und die sollen schimmern, das werde ich jetzt nicht aufmachen, aber man geht einfach mit dem Pinsel rein und trägt das dann auf die Haut. Das nächste, was dazu gehört zu dieser Sungasm LE, ist der Illuminating Bronzer. Ups, genau. Auch eine sehr schöne Farbe. Aber man muss dazu sagen, es ist alles rotstichig. Ja, es sind rotstichige Bronzer, weil das einfach zum Sommer passt. Sommer passt und zur gebräunten Haut und so weiter. Von daher, was noch dazu gehört, ist das schöne Stückchen. Das ist von auch Sungasm Pure Refining Tinted Mousse.
Das ist quasi ein leicht getöntes Mousse, das Rötungen und Unebenheiten optisch reduzieren soll und es passt sich auch dem Hautton an. Gehen wir einfach weiter zur nächsten LE und zwar ist die von Trend It Up. Das ist die Blooming LE. Hier habe ich auch ein wunderschönes Öl ergattern können. Also ich muss sagen, ich hatte wirklich Glück. Einige Produkte waren auch schon weg. Eigentlich wollte ich alles haben. Aber ja, ich habe halt das genommen, was da war. Oh, das sieht auch ganz toll aus. Jetzt muss ich, glaube ich, mal die andere Hand benutzen. Ne? Ich probiere mal die andere Hand aus. Tropfen. Und dann schön verstreichen. Und das riecht eher dezenter, ja. Also das andere riecht wirklich nach Kokosnuss und das hier sehr dezent. Also hat kaum Duft, aber da ist schon leichter Duft drin, aber sehr dezent, wie gesagt. Und ja, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das in der Sonne, in der ja, aktuellen Frühlingssonne die Haut sehr schön zur Geltung bringt. Kommen wir weiter. Gleiche LE und auch ein Body Bronzer und schaut euch mal die Prägung an, die ist so schön, oh mein Gott, ist die schön. Eine Blume, die LE heißt ja auch Blooming Summer, das ist auf jeden Fall eine schöne Prägung, sorgt seiner seidigen Textur für goldene Highlights auf der sommerlich gebräunten Haut. Auf den gesamten Körper. Es riecht auch, ja, das ist der gleiche Duft wie bei diesem Öl. Sehr dezent. Sehr angenehm. Blumig. Ach, sehr schön, sehr schön. Genau, und dazu gehört natürlich ein Face Bronzer. So, ein Face Bronzer, auch die gleiche Prägung, auch die gleiche Textur. Ich gehe da mal eben rein. Und, oh, ja, ich bin jetzt hier reingegangen. Es ist eine, ebenfalls, die Farben sind eigentlich alle gleich. Ja, Bronzerfarben, orangestichig, rotstichig sind, also rotstichige Pigmente sind drin, auf jeden Fall orangestichige. Hier, das war ein Aufsprüher. Also ich bin hier reingegangen und dieser schöne Glanz ist verschwunden. Und ich muss sagen, dieser Glanz bleibt auch nicht auf der Haut. Also, wenn du ein Sammler bist, dann hol dir das Ding, ja, weil es ein, und das ja auch, weil es wunderschöne Stücke sind. Aber wenn du es benutzen möchtest, dann rechne damit, dass da oben dieser Glanz nur aufgesprüht ist. Wie gut, dass ich ihn probiert habe. Dann habe ich hier noch ein Schätzchen. Und zwar ist das Powder, das nennt sich das. Das ist ein Puder, welches man quasi hier oben mit diesen Dingen hier hochpumpen kann. Und dann sprüht es dir das Ganze ins Gesicht, denke ich mir mal. Muss man eben nachlesen. Das seidig-zarte Rose Bronzing Puder mit feinen Glitterpigmenten verleiht einem unvergleichbar goldigen Schimmer auf Gesicht, Körper und Haaren. Ah, mit dezentem Rosenduft. Ist das ein Rosenduft gewesen? Ja, das kann sein. Diese Dinger riechen nach Rose. Also blumig. Ja, aber sehr dezent nach Rose und auch nicht so muffig nach Rose. Und bei diesem hier, das werden wir mal ausprobieren. Da muss ich, oh ja, da kommt schon so ein bisschen Puder raus. So, Achtung, Ladies and Gentlemen, jetzt kommt der Test. Habt ihr das gesehen? Ich komme mal näher ran. Hallo? So. Und meine ganze Hand ist voller Glitter. Kann man das sehen? Ich glaube nicht so gut, ne? Es ist voller Glitter.
und sieht richtig toll aus. Das ist wie Feenstaub. Dann habe ich hier noch Lipglosse geholt in zwei Farben. Gehört auch zu dieser Blooming LE. Und zwar sind das, das sind so Tuben, wo man sich quasi die Farbe herausdrücken muss. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ja, es ist ein Lipgloss, sehr cremig. Wie es sich auf der Lippenhaut anfühlt, das kann ich das testen. Ja, ich teste das mal eben. Ich mache mal eben einen Spiegel für. Ich gebe das einfach über meinen Lippenstift. Macht die Lippen voller, oder? Sehr schön. Fühlt sich sehr schön an. Das ist ein typischer pflegender Lipgloss. Und es schmeckt auch so ein bisschen süßlich. Ja, wenn da so ein bisschen Lipgloss reinkommt in den Mund. Das finde ich jetzt nicht so toll. Schmeckt ein bisschen komisch. Nee, schmeckt nicht so dolle. Ich mag es nicht, wenn die nach irgendwas schmecken. Aber so von der Optik gefällt es mir sehr gut. Das nächste Produkt ist so ein Eyeliner-Hilfe. Das ist von Catrice, meine ich, genau. Catrice, und da kann man sich so ein bisschen ausprobieren an Eyelinern, an verschiedenen Formen. Und das möchte ich gerne mal austesten. Ich möchte gerne noch eine Bestellung zeigen, die ich gemacht habe. Ich habe immer geliebäugelt mit Unique-Produkten. Ich bin jetzt keine Unique-Repräsentantin. Ich bin Kundin, hätte ich einfach bestellt. Und und zwar habe ich bestellt einmal ein von Unique Mineral Touch. Die flüssige Foundation, das hier mal eben so zur Seite, genau, flüssige Foundation. Dann habe ich bestellt einen Face Primer, Hydrating Face Primer und einen Pinsel. Fühlt sich sehr, sehr schön an. Das ist ein spezieller Pinsel für flüssige Foundation, der hat nämlich hier drinne eine Kuhle, und dann kann man quasi die Foundation darin dosieren. Das heißt, diese Kuhle da, die Tröpfchen rein, und dann verteilt sich das wunderschön oder soll sich wunderschön auf der Haut verteilen. Genau, wie die Produkte sind, keine Ahnung. Das ist meine erste Bestellung bei Unique und darüber wird es eine ganze Review geben. Wenn euch das also interessiert, dann vergesst nicht, mich zu abonnieren, wenn ihr wollt. Genau, das war jetzt einfach mein Einkauf bei DM. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr wollt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.